Hallo Leute, das ist mein neues 2020er Specialized Turbo Levo S-Works. Dieses Fahrrad habe ich jetzt etwa 200 Kilometer gefahren. Ich habe auch ein paar technische Veränderungen vorgenommen, weil die Bremsscheiben für mich von SRAM nicht ausreichend sind. Habe ich hier die Hope Floating Rotor drauf gemacht. Ich habe mir Lupine SLF mit Fernlicht dran gemacht und habe den Sattel getauscht gegen einen Sattel von Escolab, der zu meinem Becken besser passt, den 602. Ja, Rücklicht natürlich so Kleinigkeiten dran gemacht. Aus der Erfahrung raus weiß ich, dass das mit den Schaltungen, wenn das mal umfällt, ziemlich kitzig ist. Also habe ich hier einen Aufsatz drauf gemacht, der die als Schaltungsprotektor für den Fall, dass das Fahrrad mal umstürzen sollte. Auch diese Übergänge am Rahmen habe ich hier entschärft, sagen wir mal so. Das Carbon ist sehr scharf und feilt im Laufe der Zeit überall die Züge durch. Dann habe ich mir die MacPad Enduro wieder auf dieses Fahrrad gemacht. Die fahre ich eigentlich nur noch, die MacPads. Ja, dann bin ich dann den ersten Tag damit mal losgeradelt und am allerersten Tag stellte sich dann wahrscheinlich Verarbeitungsfehler, weil es kann nicht sein, dass das durch einen Stein verursacht ist. Hier zwei schwere Riefen in der Sattelstütze stellten sich ein. Das sieht man jetzt hier vielleicht bei dem Licht nicht so gut, aber es sind zwei nebeneinander liegende scharfe Kerben. Und da sie vorne sind und nicht hinten an dem Fahrrad, hat das nichts mit Steinschlag oder sowas zu tun. Da war vermutlich ein Span in der Dichtung drin von der Herstellung. Ist auch bei der ersten Ausfahrt auf den ersten paar Kilometern, habe ich schon festgestellt. Des Weiteren hatte ich sehr schnell festgestellt, dass der Müllsammler immer noch scheiße ist. Wie bei dem 2019er und beim 2020er. Schmeißt er hier jetzt zwar auf die Tischlippe, aber immer noch die Steine drauf. Und die setzen sich beim Carbonrahmen dann während der Fahrt dazwischen und hier drauf und rutschen dann seitwärts ab und beschädigen dann den Carbonrahmen, wie man hier sehr deutlich sehen kann. Das ist überhaupt ein Problem von dem Carbonrahmen. An manchen Stellen, wie an der Bremse und so, ist der so eng. Hier, wo der Magnet zum Beispiel aufsitzt, da sind wohl anscheinend auch schon Steinchen dazwischen gekommen. Jedenfalls hat das Carbon hier an der Stelle auch schon Beschädigungen. Ja, insgesamt ist der Abstand vom Reifen zum Rahmen sehr gering. Deswegen habe ich vor der zweiten Ausfahrt schon mal eine Matthacker, die ich hatte, drauf gemacht. Also hinten drauf gesetzt, den Rahmen geschützt mit Aufkleber und dann die Kabelbinder drumherum gemacht. Das Ganze mit doppelseitigem Klebeband bzw. Glättband abnahmefähig gemacht. Vorne genauso Matthacker drauf gemacht. Ja, mit Moosgummi alles schön gegenüber dem Fahrrad abgeändert. Dann im Laufe der Zeit musste ich feststellen, dass ich die Sicherheitspads, die hier drauf sind, um halt eben den Rahmen zu schützen, bereits von Anfang an hier ablösen. Die sitzen also nicht gut. Ich habe teilweise schon wieder angeklebt, die Sache. Aber das hält wohl nicht. Die gehen immer wieder ab, die Pads. Ja, was kann man noch sagen darüber? Nach rund 200 Kilometer habe ich bereits ein Lenkkopflagerspiel hier drin. Also es klackert schon. Die werde ich jetzt mal auseinanderbauen müssen und neu einstellen. Also das sind die Erkenntnisse von den ersten 200 Kilometer mit dem Rad. Ja, wenn noch weiteres auftauchen sollte, werde ich das wieder in folgenden Videos dokumentieren.